Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie man ein mittelalterliches Schiff bzw. eine Kogge bauen könnte. Denn Endersai LP oder so ähnlich hat mich gefragt, wie man das denn machen könnte. Und ich habe mich dazu entschieden, ganz spontan jetzt dieses Tutorial rauszuhauen. Und Leute, die sich mit Schiffen auskennen oder sehr gut Schiffe bauen können, die sollten jetzt gleich wegklicken, bevor sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie furchtbar das denn ist. Denn ich habe jetzt einfach mal ganz schnell was zusammengebaut, wie ich das persönlich so machen würde. Und für die, die jetzt aber noch gar kein Schiff so richtig gebaut haben, die können sich das einfach mal anschauen, denn es ist wirklich nur eine ganz kleine Kogge. Also geht's dann mal los. Und zwar fange ich als erstes mit dem Grundriss an. Das heißt, das hier ist die Spitze des Schiffes. Das geht dann rund nach hinten und wird breiter. In etwa so, auf beiden Seiten natürlich. Und dann wieder schmäler. Zum Beispiel so. Und dann geht das hier hinten wieder zusammen. Das ist dann hinten der, wie nennt man das, Heck vom Schiff. Und jetzt runde ich das Ganze ab, zum Beispiel hier durch so Treppen oder hier, indem ich die Treppen so baue. Dadurch entsteht ein bisschen runderer Eindruck und das ganze Schiff ist ein bisschen interessanter. Also mit Treppen kann man da meistens viel machen. Das ist natürlich auch wieder auf allen Seiten, so und so, hier auch. Und dann gehe ich quasi in den nächsten Stock, das heißt, ich baue das hier mit Holz zu. Ich baue jetzt alles aus einem Holz, damit man das einfach mal sieht, wie ich das machen würde. Und lasse das Ganze hier etwas enger werden. Das heißt, na, so. So und so und so und so. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es auf der anderen Seite habe, aber genauso. Und dann noch einmal. Und jetzt, das könnte man zum Beispiel so machen. Wie gesagt, von Schiffen habe ich jetzt nicht so die Riesenahnung. Aber das soll ja eigentlich auch nur ein Basic-Tutorial sein. Jetzt müsst ihr das Ganze natürlich nochmal überarbeiten. Zum Beispiel, glaube ich, lasse ich das hier etwas schmäler werden, dass das nicht ganz so krass ist. Vielleicht mache ich das hier auch so nochmal. Ich habe mich jetzt nicht ganz konkret darauf vorbereitet, denn das ist jetzt eher, denn ich wollte mir jetzt kein ganzes Schiff auswendig merken, wie ich das jetzt mache, sondern ich möchte euch ja Methoden zeigen, wie man das insgesamt eigentlich gestalten könnte. So, wenn ihr dann den gesamten Schiffs, also das gesamte Schiff so gebaut habt, zum Beispiel kann man das jetzt vielleicht hier auch noch ein bisschen schöner gestalten. Wenn ihr das ganze Schiff auf diese Weise gestaltet habt, dann gehen wir jetzt hier vorne hin. Denn hier müssen wir jetzt so eine Kurve nach vorne bauen. Das heißt, am Anfang steigt es flach an und dann etwas stärker. Moment, das mache ich folgendermaßen. So, dass dann da so ein kleines Loch bleibt, dass es interessant ausschaut. Und dann dort, wo die Steigung am größten ist, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, dort lasse ich hier dieses Teil, was nach vorne absteht, ich habe keinen Plan, wie das eigentlich heißt, nach vorne stehen. Und hier lasse ich das auch ein bisschen ansteigen, das heißt, das hier vorne, fällt mir jetzt gerade auf, muss ich noch ein bisschen anders machen. Oje, ich werde so gehasst werden für dieses Tutorial, weil es unvorbereitet ist, aber ich wollte das eigentlich nur kurz zeigen. Und hinten mache ich das ungefähr genauso, das heißt, ich lasse das auch so ansteigen, wie auch immer man das gestalten kann. Zum Beispiel so, dann steht es da hinten vielleicht noch ein bisschen über. So oder so ähnlich. Und dann geht es hinten hoch und vorne hoch. Und dann hat man halt so einen Schiffskörper. Wobei ich jetzt damit nicht so zufrieden bin wie mit meinen letzten Schiffen, die ich gebaut habe. Das heißt, ich habe hier zum Test halt auch schon mal ein Schiff gebaut. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Jetzt bauen wir hier einen Mast. Der kann, also der ist hier an der breiten Stelle am Schiff. Das ist
in etwa dort. Ich weiß nicht, so bei 2/3, wenn man es von hinten aussieht. Und der Mast kann ruhig relativ hoch sein im Vergleich zum Schiff, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Und dann lasse ich hier den Mast vielleicht so etwas schief stehen, dass der eben, ich weiß nicht genau, was das bewirken könnte, aber vielleicht geht dann der Wind da besser rein oder so. Und das Segel ist jetzt wirklich eine Frage des Zufalls, wie das wird bei mir, denn ich baue das immer so, ich klatsche immer erstmal, also ich baue erstmal immer die Form hier so nach. Das heißt, so. 3, 4, 3 oder so. Wobei ich jetzt, ja, gut. Und dann baue ich das so nach vorne und lasse es quasi so ausgewölbt wirken und dann schaue ich, was ich alles abklopfe und umbaue, sodass das Ganze nicht so kantig aussieht und natürlicher. Das heißt, wir machen im Prinzip dasselbe wie unten beim Schiffsrumpf. Wir lassen das Ganze ja ein wenig harmonischer aussehen und das mache ich dann immer erst im Nachhinein. Und das ist dann, also bei mir ist es eine Frage des Ausprobierens. Es gibt da vielleicht auch einen Trick, den ich nicht kenne. Da müsst ihr euch dann, wenn ihr so einen Trick braucht, informieren. Ich mache das einfach so. Ich baue das erstmal so komisch nubig hin, sage ich mal. Und dann versuche ich das so abzuändern, dass es richtig reinhaut. Was natürlich auch nicht gerade einfach ist. Das heißt, zum Beispiel solche Dinge, dass das schon mal etwas runder ist. Und dann kann das Ganze natürlich auch noch ausgewölbter sein. Das heißt, vielleicht kann man hier auch noch einige Blöcke nach vorne setzen. Und genauso hier natürlich auch nach hinten. So oder so ähnlich. So, und dann mache ich das in der Regel eine ganze Weile lang. So lange, bis ich wirklich finde, dass es natürlich aussieht und das, da ich da jetzt keinen direkten Trick kenne, kann das manchmal ganz schön dauern. Und dann müsst ihr euch einfach mal ausprobieren, wie ihr das am ehesten machen wollt. Denn so bin ich jetzt nicht wirklich mit dem Segel zufrieden. Aber ich denke, so die generelle Idee ist klar geworden. Und ja, das Schiff ist jetzt vielleicht noch nicht etwas, das begeistert soweit, aber es ist eben sehr klein. Es ist nicht ganz einfach, so ein kleines Schiff zu bauen. Und vielleicht hat es euch ja trotzdem ein bisschen geholfen. Das war's von diesem Kurztutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt einfach mal, was alles an dem Schiff scheiße ist. Denn ich glaube, da gibt es auch eine Menge zu bemängeln, wenn man sich da etwas mehr auskennt. Das sollte ja jetzt auch mehr so an Enders ILP sein, wie mein Schiff so aussieht. Und jetzt gleich blende ich noch ein anderes Bild ein von einem Schiff, wo ich kritisiert wurde, dass das so in echt nie aussehen würde, was ich jetzt aber auch nicht ganz schlecht finde und was ich auch mal gebaut habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und tschüss.